Ja, ich habe noch einen Token. Nein, schade. Tja, würde ich mal Lawbringer spielen. Ich wette, dann könnte man zwei Pistolen nehmen. Ja. Dann würde einem das vielleicht so was bringen. Also die 40 Mondsteine war es auf jeden Fall nicht wert. Jetzt wahrscheinlich irgendwo anders rein Da hätte ich investieren. mir besser einen neuen Waffenzeug kaufen können. Stimmt, die können wir uns ja kaufen. Kann man sich hier irgendwie teleportieren oder so? Oder müssen wir den ganzen Weg jetzt zurücklatschen? Also, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, wenn der keine Schnellreisestation ist, muss man den ganzen Weg zurücklatschen. Ist ja super. Kann man in seinem O2-Ding hier schnell reisen? Come on. Nee. So nicht ein Teleportationsgerät. Schade. Dum. Komm schon, da hinten ist garantiert eins. Heißt, ja oder Nee, das ist keine Schnellreise. aber eins, damit wir zurück können. Immerhin. Wohin geht's denn da? Nach Triton Flats. Ach so, hier bei dem Typi. Dann einmal zurück. Oder willst du mitfahren? Ich fahr mit. Ich habe die Wachen bestochen. Spazier also einfach durch die Security. Komm dann zu mir, wenn ich per Schnellreise ankomme. Irgendwie glaube ich dem nicht. Weil irgendwie scheint er einer von den in Anführungszeichen Guten zu sein in diesem Teil, ne? Ja. So dass ich irgendwie immer so sich das komisch anfühlt, wenn er so mit uns spricht. Und uns nicht von seinem neuen Pferd, das er Arschgaul nennt, Ich bitte erzählt. euch, die Ruhe zu bewahren. Die Schlacht über uns ist kein Grund zur Panik. Der Laser, der auf die Mondoberfläche trifft, sucht nur nach Rohstoffen. Zu unserer eigenen Sicherheit bleibt Concordia in den nächsten Wochen abgeriegelt. Wenn du einen goldenen Ende der Schlüssel hast, Durchsage. kannst du die Tür öffnen. Quatsch! Statten wir ihm einen Besuch ab. Wie gesagt, nicht schießwürdig werden. Wenn er Infos hat, will ich sie nicht durch Blutgespotze hindurchhören. Er hat sowieso schon eine furchtbare Aussprache. Der Aufzug ist gesperrt, du Dummerchen. Na, großartig! Na ja, ich habe eine Aufnahme vom Bettgeflüster zwischen dem Büriff und Serena, der Lieblingsgeisha des Zöllnerbots. Nein, das würde nicht gehen. Vielleicht durch Erpressung, dem Sport der Könige. Jazzi! Wir basteln uns einen empörten Zöllner-Claptrap. Hol die Aufnahme, Mox. Wo ich gehe mal eben kurz zum Händler schauen, wenn okay ist für dich. Ja, mach doch. Ich will mal eben. Zurück. Ich bin das Gesetz. Das Gesetz macht keinen. Ah, hier ist sogar die Quest, von daher passt das ja. Was haben wir denn hier? Speicherdeck-Upgrade. Hey, Gesetzesbot! Du hast soeben einen Beamten bei der Ausübung seines Dienstes gestört. Na, wir möchten Anzeige erstatten. Euer toller Bürriff bricht Gesetze. Wir haben Beweise. Er bricht Gesetze? Erzähl mir mehr darüber. Danke für dein Engagement, Bürger. Sei versichert, es wird alles protokolliert. Lang lebe der Bürger! Max, spiel's ab! Verdammt, du bist eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für eher körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich vor Stress der reinste Vulkan. Etwas Entspannung würde mir gut tun. Sie wissen, dass Geisha-Bots nicht für so etwas programmiert sind. Serena, ehrlich? Ich bin dein Bürger. Würdest Concordia
finde den Namen immer noch so geil, ne? Es soll auch dein Schaden nicht sein. Lure, ja. Kumpel. Es heißt, er hat just im Moment ein weiteres Stelldichein mit Serena. Was? Bürger, das war nicht... Das mag nach mir geklungen haben, aber... jemand, der die gleiche Stimme hat wie ich, hat mich nachgemacht. Genau. Nimm mal hier die Quest an. Vielen, vielen Dank. Hilfe einer unglücklichen Liebe. Mein geliebtes Weib ist vor Stunden zu einer Fahrt aufgebrochen und noch nicht zurück. Sie ist doch da draußen, verirrt in der Dunkelheit, wenn nicht Schlimmeres. Finde meine Deidre und bring sie zurück in meine offenen Arme. Ich gebe dir ihre letzte bekannte Position auf dein Echo-Gerät. Zu denken, dass mein zartes Blütenblatt Gewalt leidet, von einer Horde wilder Streuner oder von wilden Tieren gefressen wird. Ich beschwöre dich und ich habe noch nie wen beschworen. Finde sie. Aber erstmal machen wir eine neue Richtung. Wollen wir doch mal. Los, Aufzug, fahr schon! Serena, ich komme, meine Liebe! Das ist schon besser! Wait, wo ist der denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Ja! Alles klar. Hättest du im Jack Bärsch die momentane Teleportation? Richtig! Ich bin ein kleiner Witzbold! Nach oben! Auf Englisch heißt das Merif. Okay. Hoffentlich kriegen wir jetzt gleich wieder ein geiles Intro vom Dorif. Das unerlaubte Betreten von Staatseigentum wird mit sofortigem Tod geahndet. Danke. Wir werden uns nicht aufhalten, Huckster. Keine Besichtigung heute, sorry. Ausgang bitte durch den Souvenirladen, ja? Ich finde das immer noch so geil mit dem coolen Schaden, ne? Ja, ist auch mega stark, ey. Ich bin nicht hier. Okay. Ich bin schon weg. Ja, genau, bin schon weg. So, ja, wenn er schon weg ist, dann können wir noch nichts machen. Ihr braucht gar nicht kommen, ich bin schon weg. Als ob. Komm, gib mir wieder Geld. Es ist kalt, weil er nicht hier ist, sondern draußen. Öffnen Sie die Tür. Von Zivilisten nehme ich keine Anweisungen entgegen. Da ich das aber ohnehin vorhatte. Wir können doch darüber reden, Jackie. Hoffentlich kriegt er auch wieder ein geiles Intro. Komm. Huckster Team Meredith, Sie sind festgenommen wegen Verstoßes gegen das elbische Ethikgesetz. Huckster Team Meredith. Danke. Jawohl, er hat's geschafft. Da sitzt er. Jack! Jackie! Du hättest sagen sollen, dass du hier bist. Ich habe das Signal geortet, das unsere Systeme auf der Helios lahmgelegt hat. Und weißt du was? Es kam von hier, aus deinem Büro. Signal? Signal. Sie hat mich dazu gezwungen. Wo kam sie her? Und bitte, erzähl uns besser alles. Schon? Dass du mich anlügst. Ja. Ich weiß es nicht. Was machst du jetzt mit... Wieso hinterlässt der Fußabdrücke auf dem Klo? Nichts. Ich habe nur ein bisschen mit dir gespielt. Los, verschwinde. Ich habe nachgedacht. Es gibt einen Weg zurück auf die Helios. Ich ergebe mich.
hätte dich leben lassen, du blöder Sack! Was ist los mit dir? Das war belebend. Okay, ja. Okay, vielleicht doch nicht so gut. Bei meinem supergeilen Masterplan. Um den Kampf auf die Helios zu tragen, brauche ich eine Armee. Also bauen wir eine. Geh runter zu Springs, ich erklär's dir unterwegs. Ich bleib hier und filze die Sachen vom Beriff. Wir bauen eine verdammte Roboterarmee, Baby. Jawoll! Die Shoppingliste ist kurz. Ein paar gute Gefechtsfahrwerke und für die Steuerung eine 1A-Militär-KI. Das heißt, Springs hat so eine KI. Hey Max, weißt du, wo ich mir ein paar heiße Robotergehäuse bauen kann? Da der Riesenlaser, nun ja, alle töten wird. Gut, ich kenne Leute, die vielleicht nach der Hardware suchen würden. Ich rede mal mit ihnen und melde mich dann. Klingt gut. Beeilung, Leute. Wir haben einen Mond zu retten. Was war dein allererster Eindruck von Jack Lil? Er war der, für den Moxi dich sitzen ließ. Ich konnte ihn nicht leiden. Du kannst niemanden leiden. Brick schon. Booyah! Kasse klingelt! Wenn du bluten, kommst du zu mir. Belaste dich dein vieles Geld! Willkommen in meinem bescheidenen Laden! Empfiehlst deinen Freunden Markus Bruch! Oh, tut mir ganz doll leid. Schon wieder. Da werden es aber langsam so einige strahlen. Ich glaube nicht, dass der Planet das noch lange aushält. Dieser Laser ist ganz und gar entzückend. Glaube ich auch nicht. Geht zu Springs. Der müsste da drin sein. Hey. Knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Knusper, Knusper, Moxi, was? Komm herein, wir zwei haben ganz bestimmt Spaß. Warum erfinden wir nicht ein Wort, das sich auf Orange reimt? Na, wie läuft's? Hab endlich mein Zeug. Moxi sagt, ihr habt's auf Militär-KI abgesehen. Sorry, aber versucht's mal bei einem Kumpel von mir. Ein kleiner Knirps namens Pickel lebt in den Outlands. Eigentlich kommt man da nicht hin. Aber das kann ich ändern. Nimm diesen Scrambler. Nehmen wir. Also, ich gebe dir die Koordinaten einer alten Dahl-Werkstatt auf dein Echo. Mach dich los, ich erklär's dir unterwegs. Lass dir eine Quest da vorne noch annehmen. Ist das hier? Achso. Lüß ansehen. Aufbewahrung. So, wir müssen wieder mit Prinzessin Lea sprechen. Ach, guck mal, ich konnte 3 goldene Schlüssel abholen. 3 goldene? Okay. Ja. Ich muss mich damit noch mit meinem Account mal anmelden. Bei Zeiten. Kann gut aufpassen auf selbst, aber Nina trotzdem so. Ich habe große Probleme. Medizinischer Kühlschrank ist kaputt. Organe, Gewebeproben, Abendessen, alles taut bald auf. Ich brauche ein Spezialeis. Wo hält Sachen kühl für lange Zeit? Du holst Spezialeis von Spezialort, ich zahle dich. Ja? Ah, natürliche Ressourcen plündern und dabei die einheimische Fauna auslöschen. Der Familiensport der Hammerlocks. Ja, sein gut. Du jetzt nimm einen Bohrer. Hast du einen Bohrer? Ach da. Nimm wir den. Ja, jetzt schon. Du nimm einen Bohrer und geh. Holst du Spezialeis. Nein, das wollte ich nicht. Guck mal ganz kurz durch.
Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit der Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und tschüss. Tschüss.